Ja, Mahlzeit und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Heute machen wir leckere Königsberger Klopse und zwar nach dem Rezept von meiner Mutter. Ich bin da echt gespannt drauf, ob ich das genauso gut hinkriege, wie meine Mutter das immer macht. Wir haben das letzte Woche schon mal Probe gekocht. Da lief alles ja, reibungslos wie am Schnürchen. Und deshalb werde ich mich heute mal hier alleine dran begeben und natürlich das Video machen. Wenn ihr Bock habt, dann bleibt einfach mal dran. Ich denke mal, wir legen jetzt direkt los. Viel Spaß! Was wir für unsere Königsberg-Klöpse benötigen, sehen wir schön auf einen Blick. Hier haben wir einmal das Mett. Dann haben wir hinten nochmal Petersilie. Das brauchen wir zum Schluss zum Garnieren. Da habe ich jetzt leider nur TK. Dann einmal Mehl. Dann Lorbeerblätter. Pfeffer, Liebstöckel. Von der Liebstöckel ist sogar bei uns aus dem Garten, den haben wir getrocknet, gemörsert. Und dann ist so ein Gläschen abgefüllt, aber da könnt ihr natürlich auch Liebstöckel aus dem Gewürzregal aus dem Supermarkt nehmen. Dann einmal hier Fleischbrühe, Paniermehl, ein Ei, Kapern und Margarine. Ja, wie immer findet ihr alle Mengenangaben in der Videobeschreibung. Oder auch im Rezept, was ich zum Ausdrucken wieder per Link bereitstelle. So, alle Zutaten sind aufgezählt und jetzt können wir anfangen, die Klöpse zu formen bzw. das Fleisch dafür vorzubereiten. Ja, jetzt werden wir erstmal das Liebstöckel von einer Seite hier auf das Mett geben. Dann einmal umdrehen und von der anderen Seite auch. Und bevor die anderen Zutaten dazukommen, wird das jetzt erstmal vermengt. Das jetzt Liebstöckel erstmal schön im Fleisch verteilt. So, das muss reichen. Und jetzt geben wir einmal das Ei dazu. Und das wird jetzt erstmal alles wieder schön vermengt. So, das Ei ist jetzt verteilt und jetzt können wir auch das Paniermehl dazu tun. Und wieder alles erstmal vermengen. So, wenn es jetzt eine schöne, ja, feste Masse geworden ist, oder geschmeidige Masse, sagen wir mal so, dann kann man jetzt auch beginnen, die Klöpse oder Klopse zu formen. Ich mache da jetzt nicht ganz so große. Ich habe lieber etwas kleiner. Ist ja auch so, dass die im Topf hinterher beim Kochen auch noch ein bisschen an Volumen dazu bekommen. Deshalb ja, nehme ich mal so diese Größe. So, jetzt sind wir beim letzten angekommen. Ich habe jetzt 13 ungefähr gleich große Fleischklöpse. Die können wir dann gleich im Topf kochen. Für die Königsberger Klopse nehme ich heute meinen 4,5er Dutch Oven. Der ist vollkommen ausreichend für diese Menge. Im ersten Schritt werden wir jetzt einmal die Fleischbrühe erhitzen. Einmal Nummer 1, aber Gefäß Nummer 2, weil wir benötigen nämlich 2 Liter. Ja, wie ich schon gesagt habe, werden wir erstmal jetzt die Fleischbrühe erhitzen, bis sie kocht und dann kommen die Klöpse rein. Aber dann machen wir erstmal jetzt den Deckel zu und warten ab, bis die Fleischbrühe kocht. Ja, es dampft ordentlich. Also wird die Brühe auch kochen. Ja, wunderbar. Und da tun wir jetzt die Klöpse rein. So, das war der letzte. Dann gucken wir jetzt noch die Lorbeerblätter dazu. Ja, und jetzt 20 Minuten köcheln. Das heißt, bei mittlerer Hitze, das ist jetzt nur leicht köchelt, also nicht volle Pulle, sondern eben vor sich hin köchelt. Aber die 20 Minuten beginnen erst, wenn man auch sieht, dass das Wasser oder die Flüssigkeit wieder blubbert. Also man hört, wie die Brühe jetzt wieder anfängt zu kochen. Mal eben kurz reingucken.
Ja, jetzt ist auch leicht am Blubbern. Jetzt können wir die Uhr stellen auf 20 Minuten. Die 20 Minuten sind von der Uhr. Und jetzt ist es auch okay. Können wir den Herd ausmachen. Und erstmal die Klopse rausnehmen. Und ihr seht, die haben auch am Volumen wirklich etwas zugenommen. Das heißt, passt auf am Anfang bei der Größe, weil die nehmen oder werden noch ein bisschen größer. Aber wie gesagt, erstmal raus. So, das war der letzte. Jetzt stellen wir die Klopse erstmal zur Seite und die Fleischbrühe muss noch abgeschüttet werden. Die schütten wir aber nicht in den Ausguss, sondern die brauchen wir gleich noch. Ich meine, das muss ich euch jetzt nicht zeigen, wie ich das abschütte. Wir starten dann direkt gleich mit der Soße. Ja, ihr seht, der Topf ist leer. Und jetzt werden wir erstmal die Margarine zum Schmelzen bringen. Ja, die Margarine ist geschmolzen und jetzt kommt das Mehl dazu. Und immer rühren, rühren, rühren. Also mit dem Schneebesen ist das jetzt für die Patina des Dutch Oven auch nicht so der Brüller. Aber ich habe jetzt leider keinen anderen. Das muss auch ein bisschen aufkochen, dass der Mehlgeschmack rausgeht. Und das machen wir alles bei mittlerer Hitze. Aber jetzt können wir auch die Fleischbrühe immer schlückchenweise dazugeben. Weiter. Aber das Kratzen macht mich echt ein bisschen wahnsinnig. Aber sieht schon schön cremig aus oder sämig. Wie gesagt, die Fleischbrühe immer schlückchenweise dazugeben. Ja, ich denke, das reicht erstmal so. Das ist mir ein bisschen zu flüssig. Also meine Mutter hat mit den gleichen Zutaten das immer ein bisschen sämiger hingekriegt. Aber ich weiß nicht, vielleicht wenn ich gleich die Klopse wieder rein tue, vielleicht dickt es dann ja noch etwas an. Aber bevor wir die Klopse rein tun, können wir noch einmal eben die kapern. Da nehme ich jetzt einfach ein kleines Glas. Ich habe das kleinste Glas genommen, was es zu kaufen gab. Weil wenn einer mehr kapern möchte, kann er ja natürlich dann die Menge anpassen. So, alle raus. Und jetzt die Klopse wieder rein. Ja, jetzt fehlt noch ein bisschen Pfeffer. Das jetzt mal eben kurz verteilen. Und jetzt lassen wir das noch mal eben kurz ein bisschen leicht aufkochen. Nur so leicht. Ja, so reicht das. Ich nehme jetzt mal ein Klops mit ein bisschen Soße raus. Aber wie gesagt, die Soße von der Konsistenz gefällt mir nicht ganz so gut. Das habe ich nicht so hingekriegt, wie meine Mutter das immer macht. Das ist bei meiner Mutter etwas sämiger. Aber vom Geschmack her dürfte es ja nicht viel anders sein. Ich schneide mal in der Mitte hier durch. Ja, sieht erstmal gut aus. Ich würde sagen, wir können mal probieren. Ja, jetzt bin ich echt mal gespannt, ob sie genauso gut schmecken wie die von meiner Mutter. Also Geschmack super getroffen. Da gibt es nichts. Einzige Manko an meiner Geschichte ist hier, wie ich gerade schon erwähnt habe, dass die Soße mir zu dünnflüssig ist. Aber ansonsten voll genug.
Ja. Da gibt es nichts zu meckern. Ich esse jetzt mal auf. Und würde mich natürlich freuen, wenn ihr mein Video mit dem Daumen nach oben bewertet. Ansonsten, wenn ihr mir ein Abo dalassen wollt, bin ich natürlich auch mal glücklich. Ich sage einfach mal, bis zum nächsten Mal. Ciao.